Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist wieder mal ein Technik-Review-Video-Test. Erstmal mit einem Unboxing. Dieses Unboxing findet statt an einem Gerät, wie ihr es hier seht, einem Lenovo Yoga Tablet 2. Ihr kennt vielleicht das Lenovo Yoga Tablet der ersten Generation. Das ist dann nicht das, sondern der Vorgänger davon. Und das Lenovo Yoga Tablet 2 ist in einigen Hinsichten deutlich verändert, deutlich verbessert. Und welche das in unter anderem sind, das schauen wir uns heute mal an. Zuerst einmal heute jetzt Unboxing, und da schauen wir uns auch die Verpackung an. Vorne drauf einmal das Lenovo Logo, das Tablet. Das ist jetzt die Version mit dem Tastaturdock und Windows 8, deswegen halt sieht das jetzt so aus. Ansonsten wäre hier Android oder ohne Tastatur oder Android mit Tastatur, wie ihr es wollt. Auf der Seite, das Ganze ist ein bisschen schwer, nochmal Lenovo. Hier drüben diese Modi, auf die Lenovo so gerne anspielt. Juppa, du! Hinten ein paar technische Daten. Und Intel Core Inside und Dolby. Das Ding ist tonnenschwer. Habe ich euch eine Seite verschwiegen? Nee, oben steht auch noch wieder Lenovo drauf. Ja, das Siegel habe ich natürlich schon gebrochen. Und deswegen öffnen wir das Ganze einmal. Ich stelle den Karton mal hier. So. Das Ganze ist jetzt offen. Und obendrauf liegt erstmal hier das Tastaturdock. Daneben der Adapter zum Laden. Der hat aktuell einen Output von 2 Ampere. Und ist damit relativ stark. Hier hat man ein Lenovo-Logo drauf. Also ganz einfach. Dann ein very stinknormales Micro-USB-Datenladeübertragungskabel. Wie gesagt, hier oben das Tastaturdock. Das gibt es auch nur für die 10-Zoll-Variante, also so passend. Man kann zwar auch mit der 8-Zoll-Variante benutzen, aber dann passt es nicht so gut da drauf. Muss ich versuchen, das hier rauszuholen. So, das ist das. Das legen wir erstmal zur Seite, weil das hat auch noch ein eigenes Review für seinen Wert. Steht das? So. Und dann haben wir hier unten natürlich das Lenovo Yoga Tablet 2. Hier kommt es zum Vorschein. Gut verpackt. Schauen wir uns auch gleich näher an. Das ist ja heute ein Massenunboxing hier. Unten drunter noch eine Box mit nur Papierkram. Langweilig. Schade. Dann machen wir heute ein Rundrum-Unboxing. Schauen uns auch noch ganz kurz das Tastaturdock an, was dabei ist, wie das aussieht. So, Karton weg, Tastaturdock her. Das ist also das Tastaturdock, auch sehr schlicht. Hier hinten schon mal gezeigt, dass man es dann eben wie ein Laptop zusammenklappen kann. Das gefällt mir sehr gut, wie das dargestellt ist, weil es auch so in Wirklichkeit ist. Ziehen wir das Ganze mal hier raus. Und dann haben wir hier oben direkt das Tastaturdock mit einer normalen Tastatur und einem Trackpad unten dran. Ja, da musste ich doch tatsächlich gerade den Q tauschen, verdammter Mist, aber egal. Das Tastaturdock hier also mit unten Trackpad, normaler Tastatur, natürlich ohne Numlock, dafür ist es zu klein. Hinten Lenovo-Logo, alles mögliche noch draufstehend. An der Seite ein Ausschalter und der Micro-USB-Lade und, also Ladeport natürlich nur, was immer von einem Tastaturdock für Daten übertragen. Das verbindet sich per Bluetooth mit dem Tablet hier hinten, und das Tablet, das schauen wir uns jetzt auch etwas ganz kurziger an. Hier einen noch einmal verpackt in einer Schutzfolie. Ist jetzt auch eigentlich relativ egal, ne? vorne die Multimodes, auf die Lenovo so gerne zurückgreift. Das heißt, wir können es einmal normal in der Hand halten. Durch diese Wölbung hier, aber darauf kommen wir später noch. Dann hinstellen. Als hinlegen, so flach zum Tippen, und an die Wand hängen. Ja, wir können das Tablet an die Wand hängen. Aber um das zu sehen, müssen wir erstmal das Gerät auspacken. Ding, ding, ding. Ding, ding. So. Ich habe es aus seiner Hülle entfernt. Und da ist es nun. Fangen wir am besten auf der Seite an. Wir finden hier an der Seite einen Micro-USB-Port zum Laden, dann die Lautstärke-Wippe und darüber nichts mehr.
Auf der anderen Seite haben wir den Mikrofonport und den Mini-HDMI-Anschluss plus ein Mikrofon. Auf der Rückseite haben wir wie beim Tastaturdock das Lenovo-Logo. Und jetzt kommt es, natürlich diesen ultimativ geilen und dieses Tablet auszeichnenden Kickstand. Hinter dem Kickstand verbirgt sich noch eine Klappe, wo wir das eine SD-Karte und eine SIM-Karte einlegen können, weil wir mit dem Gerät, mit dem Teil auch mobil surfen können. Das ist ein wirklich großer Vorteil, den gab es bei der ersten Generation noch nicht. Wir können jetzt hiermit mobil ins Internet gehen, ohne ans heimische Netzwerk gebunden zu sein. Daneben finden wir natürlich noch eine Kamera, die mit 5 Megapixeln auflöst. Auf der Vorderseite, die ich jetzt schon toll bepatscht habe, finden wir noch eine 2 Megapixel Frontkamera sowie den Windows Soft Touch Key und unten die Lautsprecher, die JBLs, die zertifiziert sind und mit Dolby Digital Sound also den Ton ausgeben. Das ist dann der Rundgang gewesen und wir kommen natürlich noch einmal zurück hierauf, auf diese Rundung, die ja irgendwie unverkennbar für dieses Tablet ist. Da haben wir den An- und Ausschalter eben drauf, mit dem wir jetzt das Tablet auch mal anschalten können. Der blinkt auch so, also dient so quasi als LED. Und darin ist der Akku, das heißt, das ist die schwerste Stelle am Tablet. Und wenn man das dann hier in diesem, wie so eine Zeitschrift hält, dann hat man auch echt so ein gut, wie so ein umgeschlagenes Blätter hat man das in der Hand. Und das gefällt mir wirklich ziemlich einwandfrei. Jetzt muss ich mich kurz anmelden hier. So, ich habe mich eingeloggt und das ist jetzt hier ja der ganz normale Windows 8 Homescreen, wie wir ihn alle kennen und manche ihn hassen, manche ihn lieben. Da kann man jetzt aber erstmal wenig dazu sagen. Ich kann nur sagen, Windows 8 auf einem mobilen Betriebssystem, dazu folgt natürlich noch ein Video. Aber die Funktionen, die Lenovo davon versprochen hat, die sind wirklich so da, wie man es sich vorstellt. So hin und dann kann man damit tippen. Beziehungsweise so hinstellen und Filme gucken. Oder, ach, es gibt so viele unendliche Funktionen, die man damit machen kann. Dann holen wir noch einmal kurz das Tastaturdock hinzu, stellen das Tablet hinein und haben fast einen vollwertigen Notebook-PC. Das ist, wir haben... Das ist ein echt guter Ersatz für ein Notebook, wenn man jetzt nicht so auf große Notebooks steht. Mit dem kleinen Trackpad hier unten, das klappt alles wirklich gut. Ich bedanke mich dann bei euch fürs Zusehen, wünsche euch viel Spaß beim weiteren Anschauen meiner Videos. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da oder abonniert mich. Das mehr kann ich euch jetzt auch nicht auf den Weg geben. Mein ausführliches Review war. Und alles Mögliche zu dem Tablet folgt natürlich noch, denn es ist ein wirklich interessantes Gerät. Bis dahin sage ich, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen. Ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Der ausführliche Testbericht zum Tablet selbst und zu Windows 8.1 auf einem Tablet folgen natürlich in Kürze. Bis dahin, abonnieren nicht vergessen und tschüss.